So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Aber bevor wir anfangen mit dem heutigen Thema, noch eine kleine Story. Und zwar saß ich gerade am Strich. Das ist bei uns sozusagen der Hotspot immer, weil das sind 3 Pokestops auf einmal. Da brennen auch immer die Module abends. Und ich saß da so da, ich habe heute einen freien Tag, habe genüsslich so ein Bierchen getrunken, weil heute richtig super Wetter ist und ich einfach die Seele baumeln lassen wollte. Und da kamen 2 Ausländer vorbei. Das soll jetzt nicht rassistisch klingen oder so, aber es waren halt 2 Ausländer. Und die haben da den Ramses so auf der Parkbank gesehen, Bier trinken und haben gesagt, hey, möchtest du das vielleicht haben? Eine Dose Effect Energy mit Wodka. Hat nämlich 10% und haben mir das geschenkt. Ja, der Ramses sieht nämlich so bedürftig aus und der verträgt das. Dem können wir mal eine Dose Effect Wodka Energy geben. Fand ich natürlich richtig cool. Vielleicht ist es auch vergiftet, weiß ich nicht. Also wenn keine Videos mehr kommen, wundert euch nicht, dann war's das wohl. Ist ja auch nicht so schade. Aber die wollten das sicherlich kaufen, weil sie dachten, okay, Energy, und haben dann gemerkt, ach, da ist ja Alkohol drin, wer macht denn sowas, so eine Schweinerei. Und der eine meinte, er trinkt keinen Alkohol und deswegen weg damit. Trinkt ihr Alkohol? Ja, nein, schreibt es mal in die Kommentare, am besten natürlich nicht. Sonst werdet ihr nicht mehr angesehen in eurem Freundeskreis oder so. Außer natürlich, wenn ihr zu öffentlichen Veranstaltungen geht, jeder, der da Bier trinkt, erstmal 10 Euro Eintritt bezahlen und dann für 5 Euro ein Bier kaufen, dann seid ihr cool, dann seid ihr gern gesehenes Mitglied der Gesellschaft. Aber wer im Supermarkt für 50 Cent eine Flasche Bier kauft, ist einfach nur assi, mit sowas wollen die Leute nichts zu tun haben. Bam! Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Denn ihr wisst alle ganz genau, der Stefan Landei hat eine Aktion geplant, die schon durchgeführt mit seinem Account NoGym 2019, dass er also versucht, Level 40 zu erreichen, ohne Raids, ohne Arenen, ohne Arena-Kämpfe, ohne irgendwas, ohne Team natürlich. Also es ist ein schwerer, steiniger Weg. Sozusagen, der kann keine Arenascheibe drehen, gar nichts. Der kann nicht einfach seinen täglichen Pass nehmen und immer 10.000 Erfahrungspunkte sich gönnen und mitnehmen. Bei dem klappt noch nicht mal die Trainerbewertung, denn er hat ja keine Trainer, weil ohne Team hat er natürlich keine Trainer, keine Bewertung, kein gar nichts. Und er hat ja hier gestartet, wir haben schon mal ein Video drüber gemacht, habe ich auch aufgerufen, dass da die Leute ankommen sollen, sollen den mal adden, sollen den unterstützen bei dieser Aktion, dass er auch mit Freunden und so aufsteigen will, das immer planen. Und er hat das natürlich richtig schlau gemacht, ist jetzt mittlerweile auch schon Level 30. Als ich das erste Video gezeigt habe, war er, glaube ich, Level 16, jetzt ist er Level 30 mit einer richtig guten Taktik. Aber wir werden uns mal den Zwischenstand anschauen, warum er jetzt Level 30 ist, was sich in der Zwischenzeit so getan hat. Und dafür habe ich mir hier mal ein paar Sachen markiert und darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Insgesamt bin ich jetzt bei 177 Freunden, schreibt er. Vor meinem Video hatte er ca. 55 Freunde, also totale Eskalation. Ca. 5 hat er noch nicht interagiert, die sind noch auf Stufe 1. Also beziehungsweise sind noch auf gar keiner Stufe und werden dann Stufe 1. Ein Update würde er sehr gerne haben, neue Freunde, nimmt er aber nur noch Ausgewählte an, sonst adet es in Stress aus. So, was haben wir dann sonst zu den Infos? Zuerst vielen Dank an alle Unterstützer. Ich öffne natürlich jeden Tag das Maximum und versende so viel wie geht. Zwischen 50 und 80 Geschenke täglich, 2-mal schon die vollen 100, die man verschenken kann. Darum bitte ich um die Geduld, wo nicht jeden Tag eine Interaktion ist. Aktuell hat er 187 Freunde, ca. 10 sind bisher inaktiv, die fliegen in 3 Tagen raus. Strategie, immer jeweils 40 Freunde für Level Up Stufe 2 sammeln, das macht nämlich 800.000 Erfahrungspunkte aus. Entwicklungen nicht fangen, auf Entwicklungsevent warten, Bonbons ansammeln, bisher hat er 8 Glückseier aus dem Level-Up erhalten. 1 wurde verbraucht für die ersten 40 Freunde auf Stufe 2. Super seltene Pokémon nicht fangen. Schatten helfen dem Hauptaccount. Brüder sparen für mehrfach EP-Brüt-Event. So, von den wilden Pokémon hebe ich immer das WP-Stärkste auf für spätere Entwicklungen. Die IV spielen keine Rolle, da ich nicht mal die Trainerbewertung
da ja nicht mal die Trainerbewertung geht. Manuell bewerten, habe ich keinen Bock dazu. Zack. Und dann hat er uns hier natürlich gezeigt, Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Die 100 Kilometer hat er jetzt erlaufen. Er hat die 1000 Pogestops besucht, hat er auch schon Silber bekommen, genauso wie 100 Feldforschungsaufgaben hat er fertig. Das Kampf-Event genutzt, die Goldmedaille bei Fange 200 Pokémon vom Typ Kampf. Er hat natürlich immer noch keine Coins, da er sich ja nicht in Arenen setzen kann. Kann er auch keine Coins generieren, immer noch null. Kann sich also auch keine Pakete kaufen, kein gar nichts. Es ist auch verboten, Geld aufzuladen, also Geld zu investieren. Insgesamt hat er ein Glücksei verbraucht. Die Items aus dem Level aufstiegen bisher. 8 Glückseier hätte er also gehabt. Eins hat er verbraucht, hat er ja erwähnt, um die 800.000 Erfahrungspunkte zu machen mit den 40 Leuten, die auf Stufe 2 aufsteigen. Ansonsten, ja, hat er Rauch. Tränke und so braucht er ja alles nicht. Er kann ja eh nicht kämpfen und die Trainerkämpfe, die machen ja nehmen ja keinen Schaden. Da muss man ja nichts wiederbeleben. The Best and the Rest, sein bestes Pokémon mittlerweile, also ein Sichlor mit 2296 WP. Dann seht ihr Flamara, Pandimos, Ausdos, Pinsirasaf, alles was so drunter kommt. Dann haben wir natürlich von unten angefangen. Sein Starter-Pokémon damals war also das Bisasam mit WP 14 und davor kommt nur noch Farbigel, was er also auch bekommen hat, haben manch andere noch nicht mehr. Ihr seht ja auch das Taubsi, mit dem er läuft als Buddy für die Bonbons und wo er seinen Twitter-Account auch verlinkt hat sozusagen. Auf Twitter heißt er also Jim2019. Könnt ihr darunter finden, ihn verfolgen. Hier hat er nochmal kurz einen Überblick über seine Medaillen. Das seht ihr ja hier ungefähr, also das sind etliche schon auf Silber, manche andere natürlich auf Bronze. Tauschen kann er ja nicht, kämpfen, da ist er wohl dran und beste Freunde werden, das dauert natürlich auch noch ein bisschen. Hier haben wir die restlichen für die Typen natürlich, hat er schon etliche auch auf Gold, dann habt ihr Silber, dann habt ihr Bronze dazu, Drache, wahrscheinlich noch gar nichts, aber bei irgendwelchen Events wird das auch noch kommen. Dann 180 Freunde mal 3000 Erfahrungspunkte eben für die Stufe 1 hat er bekommen und 40 Freunde mal 20.000 Erfahrungspunkte eben für die zweite Stufe sind insgesamt 1,34 Millionen Erfahrungspunkte durch das Freundschaftssystem. Den Rest hat er so erspielt. War an diesem Stand jetzt also bei 1,9 Millionen Erfahrungspunkten, wovon er 1,34 Millionen durch die Freunde gemacht hat. Startdatum der 1.3.2019. Also könnt ihr das nochmal nachvollziehen. Ihr seht mal sein Pokédex, wie viel er jetzt hat. Also 170 gefangen, 195 gesehen, 78 bei Kando, 34 bei Johto, 42 bei Höhn, 15 bei Sinnoh. Da fehlen ihm noch ein paar Entwicklungen natürlich, das kommt auch alles nach der Zeit. Dann hat er auch sein erstes Shiny gefangen, richtig genial. Erstes Shiny natürlich grün, da er ja im Prinzip Team Grün ist, weil er gar kein Team hat, bei ihm die Anzeigen alle noch grün sind und die Balken, hat er auch ein grünes Slimer bekommen, passend dazu. Dann hat er zwei Feldforschungsdurchbrüche gemacht, die ersten beiden Legis aus der Feldforschung, hat er ein Regieis und ein Lugia bekommen. Auch richtig gute Sache und seine Pokémon-Box wird wie immer auf 300 bleiben. Irgendwer will es auch noch versuchen. Dann hat er einen gefunden, der nennt sich NoJim2019 mit einer 0 anstatt einem O. Der das auch probieren will wahrscheinlich, ohne Raids und ohne Team und ohne alles Level 40 zu erreichen. Ist auf Level 12, aber gut, für den wollen wir eigentlich keine Werbung machen. Aber lustig, dass andere Leute eben das auch machen, die gleiche Ideen haben. Habe auch einen auf Facebook gesehen, der gesagt hat, er hat in 5 Monaten oder so Level 40 erreicht. Von 1 bis 40 in 5 Monaten. Ist auch eine krasse Leistung, Respekt dafür. Aber da kann man natürlich sagen, je mehr man reincasht, desto schneller geht's auch, denn je mehr Raids man macht, auch mit Glückseiern immer dazu und allem anderen drum und dran, da kann man sich natürlich mit Geld sehr helfen, da voranzukommen. Aber ohne Geld, ohne Arenen, ohne Raids ist das einfach eine viel schwierigere Angelegenheit.
Fuck's the Limit, schreibt er hier. Tageslimit erreicht, komme morgen wieder, um Geschenke zu öffnen. Darüber würde er sich natürlich sehr freuen, wenn man mehr als 20 Geschenke annehmen kann. Dann hat er auch seine 50 Kilometer voll gehabt natürlich für die Woche. Hoffentlich kommen schöne Eier. Was genau dann da rauskommt, wissen wir noch nicht. Und last but not least, no gym, wie ihr seht. Keinen einzigen Arena-Orden. Ihr seht, das ist also echt. Das ist nicht nur so Gerede. Er hat wirklich kein Team. Er kann keine Arenen drehen. Er kann gar nichts. Außer Level 30 erreichen natürlich. Also richtig gute Sache immer noch. Twitter, @gym2019, wenn ihr ihn da verfolgen wollt oder wenn ihr mal gucken wollt, wie der nächste Stand ist. Level 30 ist nah, hat er noch geschrieben. Und wir hatten das geplant. Mittlerweile hat er sein Next Green Shiny bekommen. Ein Shiny Radfratz, also das zweite Shiny bei ihm. Und was für ein Zufall, auch wieder ein grünes, richtig passend dazu. Hat er dann hier gefangen. Seht ihr, 276.000 Staub, 103 Radfratz-Bonbons. Glückwunsch dafür. Und dann hat er auch endlich Level 30 erreicht, mittlerweile am 19. März. 14.55 hat er mir das dann geschickt. Level 30, Aufstieg, wunderbar, nach 19 Tagen Level 30 mit ca. 1500 Fängen und 1500 Stops. Ihr seht, das gleicht sich also sozusagen aus. 1500, 1500, was will man mehr? Nach 19 Tagen Level 30 erreicht, jetzt wird es natürlich schwerer, weil die ersten Level, die gehen ja immer mal gut. Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, können wir noch zwischendurch ein paar Update-Videos machen. Ab welchem Level wäre das wieder sinnvoll? Vielleicht die 35, dann die 38 und dann die 40? Da würden noch drei kommen. Wenn ihr andere Vorschläge habt, schreibt es natürlich mal rein. Alternativ könnt ihr natürlich alles, was er macht, auch bei Twitter verfolgen. Wie gesagt, @gym2019, da könnt ihr alles sehen, was der Kollege so macht, was er fängt, wie es vorangeht und ja. Aber immer noch coole Aktion natürlich vom Stefan Landei 69. Unterstützt ihn weiterhin, verfolgt ihn, Props gehen raus an den guten Herrn. Und ich werde jetzt fix das Video schneiden, dann hochladen und nochmal rausgehen ins schöne Wetter, denn heute richtig herrliches Wetter, die Sonne brennt, da muss man raus, aber immer Mütze auf, ne, nicht, dass der Kopf rot wird. Und das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.